Hallihallo, hier ist wieder Tommy und wir haben eine weitere Mod hier bei Star Wars Battlefront 2. Diesmal eine kleine, feine, aber tolle Mod, wie ich finde. Und zwar die imperiale Bordschützen- bzw. imperiale Kanoniere-Mod. Und das sind diese Figuren hier. Ihr kennt sie bestimmt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr sie kennt. Im Englischen heißen sie übrigens Death Star Gunner. Und ja, wie der Name schon sagt, ne, das sind die Leute, die dann beim Todesstern drinne sitzen und die Waffensysteme davon kontrollieren. Immer wenn der Todesstern schießt, sieht man einen von diesen coolen Typen hier, der dann da die Waffensysteme kontrollieren kann, ne, das alles in Gang setzt und dann halt auch den Schussbefehl ausführt. Ich finde die richtig, richtig cool und ich hätte die natürlich auch richtig cool gefunden hier im Spiel, wenn die da irgendwie als Skin fürs Imperium reingekommen sind. Es sind leider echt so wenige Skins fürs Imperium reingekommen, was leider immer noch so, so schade ist eigentlich. Im Battlefront 1 gab es ja ebenfalls solche Todesstern-Soldaten, die hatten dann nochmal einen anderen Helm auf und es waren nochmal andere. Aber diese hier hätte man auf jeden Fall auch einbauen können und ich finde, die haben so einen geilen, markanten Helm. Ich finde den immer, fand den immer schon richtig cool und finde den auch jetzt immer noch richtig, richtig cool. Ich hätte die richtig gerne irgendwie im Spiel gesehen. Vielleicht hätte man da ja auch so ein kleines Easter Egg bauen können, diesen coolen, ikonischen Waffensound damit reinbringen können, den die dann immer machen, wenn sie den Todesstern-Laser aktivieren oder so. Ich weiß ja nicht, hätte man ja vielleicht in irgendeiner Form noch reinbringen können, ob sie jetzt hier, ne, wie jetzt hier gerade den ISB-Agenten ersetzen hätten müssen oder ob sie einfach als normaler Skin quasi für den Offizier oder für sonst irgendwas hätten reingekonnt. Das kann man sich natürlich überlegen. Vielleicht habt ihr ja da eine coole Idee, ob ihr jetzt sagt, ne, ey, ich finde die eigentlich ganz passend hier als ISB-Agent. Oder ob ihr sagt, nee, Offizierskin oder einfach für alle zugänglich. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und allgemein sagt mal gerne Bescheid, ob ihr diesen Skin und natürlich auch andere coole imperiale Skins noch gerne gesehen hättet. Ne? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne gehabt hättet. Und damit war es das mit dieser ganz kleinen Skin-Vorstellung. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und ciao, ciao.